Hallo, Hallo. Da sind wir wieder. Seit wann schneidet man Plastiktüten, Elke? Das ist kein Plastiktüt. Was ist das? Das ist ein Urlaubsmitbringsel aus der Türkei von der Dana. Und was machst du da gerade? Die hat gesagt, ich soll das in kleine Stücke schneiden. Als Grillanzünder oder was? Nein, als Süßigkeit. Manchmal denke ich, die ist bekloppt. Wie als Süßigkeit. Ja, das ist eine Süßigkeit. Das ist doch keine Süßigkeit. Was ist denn Plastik? PVC. Das sind Pistazien, die da drauf sind. Und was, wie eine Süßigkeit. Das sieht aber doch aus wie Plastik. Die Konsistenz sieht aus wie Plastik, ja. Das ist Fruchtmark. Pistazien und, was heißt das? Mehlbeeren. Ja, kann ja sein. Ist ja alles gut und schön. Das schmeckt wie ein altes Weingummi. Aber warum ist das denn hier drauf so dick? Muss das vielleicht warm gemacht werden? Das weiß ich nicht. Guck mal. Das weiß ich nicht. Die hat mir das geschenkt. Die hat gesagt, das ist voll dick drauf. Das wäre auch sehr gesund. Das würde entzündungshemmend wirken. Blutdruck senkend wahrscheinlich, ne? Ja, oder hoch, keine Ahnung. Stimulierend. Blutdruck stimulierend. Aber ganz ehrlich, das sieht auf dem Bild und aus, als Zahnfleisch. Als wenn das so dick wäre. Sieht das doch aus. Ja, das braucht aber nicht warm gemacht. Hat das von euch schon mal einer gesehen? Das ist eine Spezialität. Also, ich finde, das sieht aus wie eine Handtasche. So eine Klatschweise, die du so mitnehmen kannst. Wenn du irgendwo eingeladen bist und das Essen schmeckt nicht, dann weißt du da mal. Kannst du da mal rein tun. Oder du kannst hier das Essen drin verstecken. Weil das ist bestimmt auch wasserdicht. Das ist bestimmt wasserdicht. Naja. Ja, schon witzig, ne, weil das Ei gibt. Ja. Aber ich schneide das jetzt in Stücke, weil meine Mama wollte das probieren. Die Dana selber. Und ja. Wusstest du eigentlich, dass 70% der Deutschen ihre Eltern oder Verwandten, Bekannten selber pflegen zu Hause? Ja, weil denen sonst so teuer wird im Heim. Da kann sich ja kaum eine Ente erlauben. Ja. Wenn ich mal alt werde, ich möchte gerne ins Palace. Hast du gestern im Fernsehen gesehen? Ja, man hat es ja noch nicht gesehen. Das war ja der Hammer. In Amerika gibt es eins, das heißt der Palast. Da sind Leute drin, die halt älter sind, ne? Die Alter, hör uns, die waren uralt, die waren halt 90, alle 100. Und die bezahlen da $7,000 für im Monat. Ein normales Zimmer. Haben aber Bespaßung von morgens bis abends. Also unter anderem Musik machen, da spielt einer Klavier, die haben einen Sternekoch, die machen Musik mit Trommeln. Pool draußen, Pool drinnen, Fitnessraum, Animationen ohne Ende, die schon mittags anfangen. Buffet jeden Tag, 5-Sterne-Köche arbeiten da. Also, und das Zimmer, und so ja, Zimmer. Ja, also wie so eine Suite von einem Hotel. Ja, super. Und ein 2-Bett-Zimmer, 12.000 Euro. Ja, gut, okay. Ja, Leute, die sich ja erlauben können, ist ja schön. Okay. Aber überleg mal, wenn du... Da hätte ich mich jetzt schon einquartieren. Und da wäre mir egal, ob da 100-Jährige wären. Pass auf, wenn du jetzt so ein Pflegehaus nimmst, ne? Kostet 5.000 Euro. Kann sich ja gar keiner erlauben. Angenommen, du hast da 30 Mann drin, dann hast du da im Monat 150.000. Ja gut, brauchst du auch Pflegepersonal. Ja, alles klar, verstehe ich. Aber ich finde das einfach zu viel, ey. Und wenn du dann nicht genug Geld hast, wenn du nicht genug Rente hast zum Beispiel, giltst du als Sozialhilfeempfänger. Weil du musst ja zum Amt gehen dann. Das kann sich da kaum einer erlauben. Das kann sich kein Mensch mehr erlauben. Also ich finde das eine Unverschämtheit. Und deswegen ist das ja auch so, dass die Leute ihre Verwandten bis zum Schluss selber zu Hause pflegen. Ja, nur dann ist das Problem da, wenn die Frau zum Beispiel den Mann oder wie auch immer pflegt oder die Kinder, wie auch immer, dann kann derjenige wahrscheinlich in den meisten Fällen ist es ja dann so, dass die nicht mehr arbeiten gehen können. Ne? Dann fällt ein Verdienst weg. Ne? Dann nützt auch der Pflegegeld nichts. Das Pflegegeld ist sowieso weg, weil du kriegst ja Geld abgezogen bei einer Kombileistung.
wenn der Pflegedienst kommt, dich anziehen, waschen, was auch immer, oder Tabletten bringt oder so. Da hast du ja eh nichts von. Eigentlich müsste es so sein, dass wenn ein Angehöriger einen pflegt, dass der eingestellt wird. Dass der so Geld kriegt wie so ein Pfleger. Mhm. So, sag mal so, 1500 Euro netto im Monat ist in die Welt, aber ist ein bisschen. Ne? So, und dass der arbeitslos und krankenversichert ist, das wäre eigentlich das Perfekte. Anstatt hier ein Töpfchen, da ein Töpfchen, da ein Töpfchen, nur die Angehörigen, die pflegen, kriegen nichts davon. Das finde ich nicht okay. Ja, man muss cool oder haben, oder die würden sagen, okay, wir tun beim von der Pflegekasse so und so viel Geld. Ach nee, da kommt ja schon von der Pflegekasse Geld mit dabei, ne, für so ein Pflegeheim. Naja, ja. Da kommt immer auf die Pflegestufe an, ne? Das kommt ja noch dazu. Ah, ist alles durcheinander, ey. Für alles haben sie Geld. Nur nicht für die Aale. Das stimmt. Und für alles haben sie Geld. Für alles ist Geld da. Für jeden Krieg, für jeden... Da darf ich dir nicht sagen. Ne? Ich nicht mehr, geht ja so, nicht. Aber für unsere Alten, ne? Das ist die egal. Hier gearbeitet haben, geschuftet, die Rücken krumm gemacht haben. Die können gucken, wo sie bleiben. Und das finde ich scheiße. Naja. Okay. Tja. Was ich noch beschissener finde, ist die Aussage, sie hätten diesen Täter von Solingen gekriegt, der hätte sich freiwillig gestellt, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Das war nicht so. Aber dass die komischerweise direkt irgendwie auf den die Fährte von dem gefunden haben und so. Es gibt so viele Tausende von Menschen in Solingen und ausgerechnet den finden sie. Wie den finden sie? Der ist doch zum Polizeiauto gegangen, hat gesagt, hallo, ich bin's. Meinst du? Nee, stand ja drin. Haben sie doch gesagt. Als wenn, ach, das stimmt nicht. Glaube ich auch nicht. Nee, ich glaube, der Typ, der ist noch frei und die haben da so ein Baueropfer gefunden. Der war heute abgebildet, ne? Meine Mutter hat mir das Bild jetzt ausgesprochen. Ja, der junge Mensch da, der da angeblich das war. Ja, ja. Der war schon vor ein paar Tagen. Wir haben den ja im Fernsehen, wir haben den ja. Nee, aber im Social Media war der abgebildet. Ohne, ne? Ja, junger Mann. Ich glaube nicht daran. Naja. Aber. Vielleicht ist das nur, um die Gemüter zu beruhigen. Ich weiß es nicht. Waffenfreie Zone oder darf ich hier mit dem Messer rumlaufen? Schon, jetzt kannst du mit dem Messer rumlaufen. Ja. Leute, schönen Abend. Hey, zusammen haben wir gesprochen. Echt? Cool. Wow, Trendhofer, ein Gedanke. Macht's gut, dann verlässt man heute. Gucken wir jetzt mal. Okay. Ciao. Tschüss.